Unfrei und gefangen fühlen sich Menschen, die keine Option, die keine Alternativen, keine Lösung sehen für Problemzustände. Deshalb zeige ich dir heute eine Methode, mit der du nahezu jeder Situation eine Vielzahl von Lösungen erschaffen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern habe auf der einen Seite selbst viele Unternehmen gegründet und auf der anderen Seite bin ich nebenberuflich auch als Survival-Trainer tätig. Und was ich gelernt habe, dass es immer Krisen, immer Probleme gibt, ständig Hindernisse. Und das Wichtigste ist, dass hier der Geist trotzdem frei bleibt. Deshalb lade ich dich schon heute ein zu einem neuen Glaubenssatz, der lautet: Lösungen lauern überall. Und dann als zweiten Schritt brauchst du nur noch die Methode einzusetzen, die ich dir jetzt zeigen werde. Eines der wichtigsten Informationen, die ich sowohl auf meinen Trekkingreisen im Hochgebirge als auch bei der Armee gelernt habe, wenn du irgendwo abspringst oder abgesetzt wirst mit dem Hubschrauber, dass du wissen musst, was dich dort erwartet. Es macht einen Unterschied, ob du im feindlichen Hinterland abspringst und dich niemand erwartet und auch keine feindlichen Gefechtsstände sind oder ob da lauter MG-Nester sind, die alle nur darauf warten, dass du mit deren Fallschirm abspringst. Es macht einen Unterschied, ob du in ein feuchtes Gebiet wanderst mit Stiefeln, die nur für trockenes Gelände ausgedacht sind oder ob du in kaltes Gebiet gehst und du hast Sommerkleidung dabei. Es ist also super wichtig, dass du hier möglichst viele Aufklärung und Recherche betreibst. Das bedeutet, 50% deines Erfolgs, deiner guten Lösung hängt schon davon ab, wie gut du Informationen gewinnst. Und deshalb, der erste Schritt ist, versuch so viel wie möglich Informationen zu gewinnen, zu recherchieren, Menschen zu befragen, um deinen Informationsbestand auszudehnen. Beim zweiten Schritt geht es um das Thema der Kreativität. Es gibt also einmal Evolution, alles geschieht von selbst. Ich glaube, keine Firma geschieht einfach von selbst. Oder es geht das Thema Kreation, es wird etwas Neues erschaffen. Und jeder Unternehmer weiß, jeder Architekt weiß, hier muss etwas erschaffen werden, nämlich Ziele. Es werden Strategien entwickelt, Pläne, Szenarien, Taktiken, Vorgehensweisen, Methoden also. Es werden Ressourcen vielleicht erschaffen, besorgt oder verändert. Der zweite Schritt, da bist du Kreator. Du bist Kreationist, du bist ein Erschaffer von Möglichkeiten, von Optionen. Erschaffe also so viele wie mögliche Optionen. Hol dir andere Meinungen rein, andere Ratgeber, nutze andere Ressourcen, guck in deine Vergangenheit, guck in die Gegenwart zur Seite, beobachte deine Mitbewerber oder schau in die Zukunft, welche Pläne du vielleicht schon fertig hast. Das Ziel ist hier erreicht, wenn du möglichst viele Optionen gefunden hast. Wenn du nur mindestens 4 Optionen gefunden hast, dann werden die im nächsten Schritt miteinander ins Verhältnis, in Relation gebracht. Dazu brauchst du Bewertungskriterien. Das heißt, alles, was irgendwie sinnvoll ist zu bewerten, wird bewertet und die Bewertungskategorien werden auch nochmal auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Wenn du beispielsweise ein Auto kaufen willst, da kommt Preis, dann kommt Verbrauch, dann kommt Sicherheit und Image. Das sind einzelne Kategorien. Und diese einzelnen Kategorien kannst du auch nochmal bewerten, wie wichtig sie wirklich im Verhältnis zur Gesamtentscheidung sind. Und daraus kannst du dann Systeme bilden, die dann skalierend, auf einer Skala von 1 bis 10, dir aufzeigen, welche Option die meisten Punkte hat und welche die wenigsten. Wenn du ein sehr kreativer Mensch bist, dann wird dir vielleicht 1, 2 und auch 3 vielleicht noch Spaß machen, Freude bringen. Man ist so kreativ beieinander, entwickelt Neues und hurra, man bildet Visionen. Aber spätestens bei Punkt 4 wird es sehr ernst, denn hier geht es um die Umsetzung. Und der größte Feind der Umsetzung bist du, bin ich, sind deine Mitmenschen. Denn wir sind alle programmiert mit Verhaltensweisen, die aus der Vergangenheit stammen. Und unser Gehirn glaubt, dass solange wir mit diesen alten Verhaltensweisen überlebt haben, dass wir in der Zukunft auch so weitermachen können. Wir sind in der Regel also veränderungsunwillig. Der Großteil der Menschen sind veränderungsunwillig. Nur wenige verändern sich täglich gern aufs Neue. Es geht also beim vierten Schritt tatsächlich, die Lösung umzusetzen und dich dabei aber von alten Verhaltensweisen und Mustern zu trennen, die überhaupt zu Problemen geführt haben. Das hat Einstein wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn das Alte weiter fortgeführt wird, aber andere Ergebnisse in der Zukunft erwartet werden, dann ist das die Definition von Wahnsinn. Es bedeutet also, alles zu entfernen, was zum Problem geführt hat und komplett alles Neue einzusetzen, was zur Lösung führen soll. Radikal kommt also vom Wort Radix, die Wurzel. Es gilt also hier an den Ursprung des Problems heranzutreten und von Grund auf an alles zu erneuern, um die neuen Optionen umzusetzen.
Und da hast du nicht nur Widerstand aus dir selbst heraus, dich selbst zu verändern, neue Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch Tätigkeiten zu machen, die du bisher nicht gemacht hast, ans Telefon zu gehen, mit Menschen sprechen, dich für das zu interessieren, was dich bisher nicht interessiert hat. Es bedeutet auch, den Widerstand in deinem Umfeld zu durchbrechen, denn die haben die gleichen persönlichen individuellen Konflikte, wie du sie hast. Und wenn du da auf den Grund gegangen bist und radikal alles verändert hast, um die neuen Optionen abzubilden, dann stell auch sicher als letztes, dass bis zum Schluss 100% diese neuen Optionen, Verhaltensweisen, Entscheidungen, Prozesse auch umgesetzt werden. Das heißt, du musst es überwachen, du musst es kontrollieren. Du brauchst also ein Kennzahlensystem, was dir Feedback darüber gibt, dass der Kurs verändert wurde. Und wenn der Kurs nicht verändert wurde, gilt es auch, die Ursachen dafür zu finden, um mit Penalen, mit Bestrafung auch da entgegenzuwirken. Ja, es müssen Ziele gesetzt werden und Belohnungen durchgeführt werden, aber jeder Beamte, jeder Politiker weiß, wenn neue Regeln erlassen werden, die aber nicht kontrolliert werden, dann kann man die gleich am besten lassen. Zusammengefasst also ist so eine Kurskorrektur, wenn ein Problem da ist, die Lösung zu finden und die Lösung umzusetzen, ist und kann ein langer Weg sein, der gegen Widerstände läuft. Die gute Nachricht ist aber, dass in jedem Problem, in jeder Krise der Keim für einen noch größeren Erfolg liegt. Und den gilt es nicht nur zu erschaffen vor dem geistigen Auge, in dem inneren System, sondern es gilt diesen auch in das äußere System zu übertragen und sicherzustellen, dass das die neue Gewohnheit wird. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere über 40 Berater und Coaches helfen dir bundesweit dabei, nicht nur gute Optionen zu finden, nachdem die eigentliche Problemlage analysiert wurde, sondern die auch tatsächlich umzusetzen und sicherzustellen, dass die neuen Prozesse abgebildet werden. Gerne kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der schnellstmöglichen Überwindung aller Problemsituationen in deiner Zukunft. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.